So Leute und moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen hier bei mir vor meinen heiligen Regalen. Und das Video, was ich jetzt heute drehe in aktueller Version, ist mal wieder so ein Klassiker, den ich seit ein paar Jahren schon mache. Es geht nämlich darum, dass wir jetzt hier bald Weihnachten haben. Und zu Weihnachten möchte man seinem Liebsten oder auch sonst wem natürlich gerne etwas schenken. Und bei dieser Hülle und Fülle an Autopflegeprodukten weiß man einfach als Laie jetzt nicht unbedingt, was kann ich der Person denn schenken. Also, mein Tipp an dieser Stelle, schaut euch einfach mal an, was ich da so an Kleinigkeiten empfehle, was man im Autopflege-Set wirklich haben sollte. Und dann guckt doch einfach bei der Person, die ihr beschenken möchtet, einfach mal nach. Hat die Person das schon oder kann ich das wirklich noch schenken? An der Stelle nochmal eine kleine Eigenwerbung, hier nämlich für mein Buch, das ich zusammen mit dem Martin Meinka von den Waschhelden geschrieben habe. Ist Thema moderne Autopflege, also genau passend als Geschenk, denke ich, ist das ein sehr, sehr geiles Ding. Ihr bekommt da Produktempfehlungen drin, unsere Lieblingsprodukte sind drin und genauso bekommt ihr auch zahlreiche Anleitungen, ein paar Tipps und Kniffe einfach, wie man richtig vorgeht in der Autopflege. Alles ganz umfangreich bebildert, so dass ihr es wirklich ideal nachmachen könnt und wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Ja, dementsprechend legen wir jetzt einfach mal direkt los und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst was, schreibt das unten gerne rein und hier an der Stelle auch nochmal ein Hinweis, wenn ihr neu im Kanal seid, gerne Daumen hoch und Abo dalassen und bei Fragen, Kommentare natürlich. So, in diesem Sinne, ich gehe da strukturell vor, das heißt, ich habe jetzt hier im unteren Bereich nur Felgenreiniger einsortiert und da kann ich euch dann meine Favoriten genauso auch günstige Möglichkeiten einfach darstellen, die man schenken kann. Guter Felgenreiniger, Sonax Extreme, aktuell seit diesem Jahr in der neuen Formulierung, ist nochmal stärker geworden. Seitdem nämlich auch in dieser blauen durchsichtigen Flasche zu sehen. Wenn ihr jetzt sagt, die Felgen sind so rabiat, so krass verschmutzt, da reicht ein Standardfelgenreiniger, wie es der Sonax jetzt ist, nicht für aus. Dann der beste und stärkste Felgenreiniger aktuell auf dem Markt, meiner Meinung nach, Dr. Wack P21S High-End. Ganz, ganz geiler Felgenreiniger auf jeden Fall. Ansonsten, wenn es relativ günstig sein soll, wirklich so ein Einsteiger-Felgenreiniger, der aber auch sehr gut ist, ist hier von Wizard of Gloss, der Nuke. Ganz cooles Zeug. Riecht auch richtig schön nach Vanille. Das könnte was sein, was Sinn macht zu verschenken. Ansonsten, jetzt kommen wir so mehr in den Nischenbereich, sage ich mal, Flugrost. Das hat man bei helleren Lacken häufiger das Problem, zumindest dass man es sehen kann mit Flugrost. Und da haben wir jetzt zum Beispiel, wo ist er denn? Mein Favorit beim Flugrost ist definitiv hier von Dr. Wack der A1. Flugrostentferner Gel heißt der. Direkt daneben ist jetzt ein ganz anderer Bereich. Also ich habe die zwar nach Themen und Bereichen sortiert, aber das ist jetzt nicht logisch aufgebaut, dass es hier von Reifen zu Felgen und so weiter geht. Nichtsdestotrotz, next part, wo haben wir ihn denn? Ey, wer hat den geklaut? Wo ist er? Hier drüben steht er, da darf er eigentlich nicht stehen, der muss nämlich da stehen. Das ist Glasreiniger. Kochchemie Glass, Speed Glass Cleaner heißt der. Riecht wunderschön, da nehme ich nochmal eine Nase von, nach Eisbonbon. Richtig geiles Zeug. Und den kann man auch der Freundin quasi mal zu Weihnachten oder sonst wann schenken. Insofern, wenn sie die Scheiben zu Hause putzt, in der Wohnung, kann man dafür auch ideal benutzen. In Kombination mit einem sogenannten Waffeltuch ist das perfekt. Hier drüben liegt eins, genau, das sind Waffeltücher. Die haben so eine spezielle Struktur und eignen sich für die Fensterreinigung streifenfrei am allerbesten. Reifenpflege bin ich weiterhin immer noch ein sehr großer Fan von Meguiar's Endurance Tire Gel. Habe ich bei mir auf den Felgen nämlich selber jetzt, oder auf den Reifen eher gesagt, selber auch drauf gemacht. Geiles Zeug und schaut mal, so wenig ist aus der Flasche raus innerhalb von 3 Jahren oder irgendwie so. Also das Zeug hält einfach eine super lange Ewigkeit, ne? So, jetzt kommen wir zum nächsten Bereich, eins meiner Lieblingsthemen, Shampoos. Shampoos hat sich wirklich in diesem Jahr und auch im letzten Jahr einiges getan. Wirklich sehr, sehr viel ist da passiert. Da haben wir zum Beispiel auch wieder vom Hersteller Koch Chemie das Gentle Snow Foam, so nennt sich das, GSF. Das ist ein Shampoo und ein Snow Foam in einem. Sehr geiles Zeug, toller Geruch, wirklich sehr gute Viskosität. Genauso auch. Sonax hat auch viel geleistet in diesem Jahr. Sonax Profiline ist das und das ist das Actifoam Energy. Und das heißt so, weil, Leute, oh, es riecht so richtig wie ein Energy Drink. Hammergeil, einfach super. Also das sind wirklich so meine Top-Shampoos aktuell.
weil sie halt auch noch diesen Snowfoam-Effekt mitbringen. Ansonsten, ich will euch gar nicht zu viel empfehlen. Ich mache es mehr so auf meine Favoriten. Ist vielleicht auch gleichzeitig so ein Favoritenvideo. Next, hier oben. Das wird jetzt schon wieder deutlich umfangreicher. Versiegelung und Wachs. Ich versuche es mal kurz zu halten. Also, Versiegelung muss man sich immer überlegen, was möchte ich für ein Endergebnis haben? Was möchte ich überhaupt erzielen? Das ist, ja, hier festlegen. Also zum Beispiel kann man natürlich hingehen, man nimmt von Liquid Elements ein Echo Shield, man nimmt ein, da drüben ist es, Nanolex SI 3D zum Beispiel, also eine keramische Versiegelung. Hat man das beste Beading, das beste Sheeting und den längsten Effekt einfach auf dem Lack. Das Problem dabei, was sich ergibt, wissen viele von euch, man hat an der Stelle natürlich dann das Problem, dass Wachse und so weiter nicht mehr bis nur schwierig darauf halten können. Sehr, sehr, sehr schade an der Stelle. Und dementsprechend ist das nicht für jedermann die richtige Lösung. Da ist zum Beispiel interessant, wo haben wir es denn? Ich muss hier echt mal wieder unbedingt ein bisschen sortieren und aufräumen, sonst finde ich nämlich hier nichts mehr wieder. Nö, finde ich jetzt nicht. Gehen wir mal zu Sprühwachsen. Gehen wir zu Sprühwachsen. Ultimate Quick Wax von Meguiar's, ganz cooles Zeug. Hier steht es doch hier vorne, ich bin blind. Das wollte ich sagen. Zum Beispiel ein Giant Wet Coat. Sehr geiles Zeug. Hier noch in der alten Flasche. Hier drüben haben wir auch die neue. Zack. Das ist dieses hier. Das ist eine Nassversiegelung. Das ist ganz cool. Hält nicht so übermäßig lange. Circa 3 Monate in dem Bereich. Plus minus. Aber ist auf jeden Fall cool anzuwenden und macht Spaß. Ansonsten wachsmäßig muss ich auch auf jeden Fall nochmal wieder ein bisschen mehr machen. Habe ich nämlich selber vor. Ist zum Beispiel ein Collinite 476 ein sehr geiles Zeug. Finde ich richtig cool. Das kann man immer mal wieder gut benutzen. Ein Allesreiniger, Universalreiniger auch genannt. Green Star von Koch Chemie. Cooles Zeug. Absolut super, kann man für sehr, sehr viele Anwendungen benutzen. Ja, politurenmäßig bin ich aktuell eher auf dem Sonax Profiline Trip. Das haben ja einige von euch schon mitbekommen. Meinen Fünfer haben wir nämlich auch damit poliert. Hier, das sind die exzentrischen Polituren. Dann haben wir hier auch noch eine Cut Max, die kann man mit beiden Poliermaschinen quasi benutzen. Sehr geiles Zeug, ganz cool. Alternativ dazu natürlich die Meguiar's Polituren. Die kann ich euch sonst noch ans Herz legen. Was haben wir hier oben? Polster Alcantara Reinigung ist ein Dr. Buck und ein Sonax. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Beide gut benutzbar. Wenn wir in den Bereich von der Motorradpflege und auch Kettenpflege und sowas in der Richtung, also Wartung von Motorrädern gehen, dann bin ich definitiv ein absoluter Fan von Dr. Buck S100. Hat da sehr, sehr geile Produkte. Im Detail verlinke ich euch die auch unterhalb des Videos nochmal. Wenn ihr was für Lederreinigung und Lederpflege braucht, ist da ein Color Lock sehr, sehr gut. Color Lock, wirklich top. Reinigung und Pflege ist halt ein Zwei-Komponentensystem, was hier drin ist. Heißt, sind zwei Sachen. Einmal eine Reinigungsflüssigkeit und dann noch eine leichte Pflege, die aufgetragen werden kann. Hier auf jeden Fall aufpassen, wenn das Leder massiv verdreckt ist und so weiter, dann nimmt die starke Variante. Ansonsten bei leichten Verschmutzungen reicht die milde Variante hier. So, Stoff, Leder hatten wir, Moped haben wir komplett, Polituren, das haben wir auch alles. Jetzt kommen wir zu Düften. Düfte sind auch immer so ein Thema. Und bei Düften, da gehe ich halt zum Beispiel hin, also wenn ihr jetzt schlechten Geruch raushaben möchtet, ist ein Koch Chemie Fresh Up sehr, sehr geil, weil das die Geruchsmoleküle bindet und beseitigt. Und das schafft jetzt zum Beispiel so ein Chemical Guys, schafft das einfach nicht. Und bei Chemical Guys ist halt einfach, da geht es um einen Geruch, der halt für eine gewisse Zeit im Fahrzeug bleibt. Je nachdem, wie viel man fährt, wie viel man die Türen auf und zu macht, mit offenen Fenstern fährt, verfliegt das mal nach 3 Tagen, mal nach einer Woche, mal nach eine gute Woche. Ne? Aber ansonsten, da gibt es auf jeden Fall viele verschiedene geile Gerüche. So zum Beispiel hier, Chewy Bubblegum ist einer meiner Favoriten. Oh, Hammer. Oh, Tropfen ins Auge, das sollte man nicht machen, aufpassen. Riecht halt einfach geil, richtig schöner Geruch, gefällt mir sehr gut. Dann habt ihr auch ein Video zu von mir bekommen. Das gibt es leider nicht mehr offiziell zu kaufen in Deutschland, Europa. Lexol Vinyl X, das ist Kunststoffpflege für den Innenbereich des Fahrzeugs. Als Alternative kann man da von Dr. Buck Kunststoffpflege, Matt und Glänzend zum Beispiel benutzen.
Da müsst ihr einfach mal ein bisschen rauskriegen, was gefällt euch selbst, beziehungsweise was gefällt der Person, die ihr beschenken möchtet. Mag die es eher richtig schön matt, sodass man von der Reinigung möglichst gar nichts sieht? Oder soll es sehr auffällig, sehr penetrant sein, ohne das negativ zu meinen? Ich stehe da selber drauf. Dann kann man hier die glänzende Variante gut nehmen. Ansonsten sehr guter Reiniger für den Innenraum ist definitiv von Koch Chemie, der ASC, All Surface Cleaner. Der ist nämlich auch dafür da, hört zu, ganz wichtig, für Navi-Displays zu reinigen oder auch einen Fernseher zu Hause, einen Flachbildschirm, Monitor vom PC, genauso wie auch ein Laptop-Display. Das geht damit nämlich ideal, weil der wirklich sehr, sehr sanft ist. Jo, was haben wir sonst noch Schönes? Nächste Reihe sind so Detailer. Detailer ist, guck mal, wie viel Canova-Anteil hier drin ist. Da muss man erstmal wieder richtig vermengen, wenn man den benutzt. Giant Quick Detailer. Ein sehr, sehr geiler Detailer, der jetzt, ich glaube, auch schon wieder ein gutes Jahr auf dem Markt ist. Absoluter Favorit aktuell von mir. Shampoos, da waren wir überall auch, müssen hier bleiben. Insektenentferner, jetzt zu der Jahreszeit nicht so die Option, nicht so wichtig. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich vorsorglich wissen und auch schenken. Von Dr. Wack, sehr geiles Zeug. Ich versuche mich jetzt mal wirklich ein bisschen kurz zu halten, so auf ein, zwei Produkte fokussiert. Schaumsprüher, sofern die Person noch nichts hat, ist definitiv immer noch meine erste Wahl eine Gloria. Gloria FM10 nennt sich das Teil, mit einem kleinen Fassungsvermögen. So, was? Das ist dieser hier. Wenn die Person sagt, ja, ich fahre ein Kombi, dann ist es schon mal besser, wenn ihr die größere Variante holt. Gloria FM30. Sehr, sehr geiles Teil. Kann man dann hier zusätzlich auch ausstatten mit einem Autoventil, sodass eine Pumpe angeschlossen werden kann. Und dann muss man nicht mehr diesen Handbetrieb machen. Das ist sehr geil. Da Pumpe war auch das richtige Stichwort. Das hier ist nämlich diese Pumpe. Und da müsst ihr gucken, bei Amazon ist die häufiger im Angebot. Da einfach mir bei Instagram genauso wie auch bei Facebook @83metoo einfach mal folgen. Wenn die im Angebot ist, poste ich das in der Regel. Jo, und damit sind wir eigentlich schon soweit ganz gut. Ansonsten noch von Gloria. Hier sieht man es auch an der grünen Flüssigkeit. Habe ich nämlich hier den Green Star von Koch Chemie drin. Das ist nämlich auch eine coole Sprühflasche. Finde ich nochmal eine Ecke besser als die Quasar Sprühflaschen, weil die sind 100% dicht. Bei den Quasars hatte ich häufiger, dass da leicht eine Undichtigkeit vorhanden war. Jo, ich denke, das wäre es eigentlich soweit. Habe euch einiges soweit empfohlen. Und ich denke ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt das unten gerne rein. Wenn ihr andere Vorschläge und Ideen habt, bin ich auch für offen. Gerne unten reinschreiben. In diesem Sinne, Daumen hoch fürs Video, da klingelt mein Handy, ich muss weg. Und haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.